So, nachmittags in der Corona-Zeit, ich bin auf der Schwäbischen Alb und jetzt fahre ich zurück nach Nürnberg, wo ich ja wohne. Und das Spannende wird sein, das mache ich wie immer, ich suche mir das nächste Ziel raus und dann überlege ich mir ganz spontan, was ist das übernächste Ziel und das Ziel 3 und das Ziel 4. Jetzt gucken wir mal, wo es mich hin verschlägt und ihr fahrt jetzt einfach mit mir und seht eine Gegend, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Viel Spaß auf der Schwäbischen Ostalb. Kleine unscheinbare Hügelchen hinter mir beinhaltet eine Höhle, die sogenannte Vogelherdhöhle. Und das Besondere an dieser eigentlich ziemlich kleinen Höhle ist, dass hier das älteste Musikinstrument der Welt gefunden wurde. Eine Flöte, die ist ungefähr rund 40.000 Jahre alt. Noch hat man keine ältere gefunden. Und so lange ist hier das Superlativ, das älteste Musikinstrument der Welt. Original liegt natürlich in Stuttgart. Die Landeshauptstadt sorgt immer für sich. Aber das ist ein ganz toller Ort hier, das mal anzuschauen, wie unsere Vorfahren hier gelebt haben. Hier gibt es nämlich sogenannte Trockentäler. Seht das hinter mir? Einfach so ein Tal zwischen den Hügeln. Und da haben unsere Vorfahren vor 40.000 Jahren Mammuts, Reh und sonst was gejagt. Und unten war dann Wasser. Also perfektes Leben zur damaligen Zeit bei arktischen Temperaturen. Nicht meine Welt, eure. Bleibt dran und seid überrascht fürs nächste Ziel. Das ist die Schwäbische Alb mit dem Kalkstein hier, den mageren Böden, Wacholderheiden. Und das Ganze nennt sich Eselsburger Tal, das ist zwischen Gingen und Herbrechtingen und Heidenheim. Und wenn ihr hier mal auf Achse seid und habt Zeit, dann lasst ihr einfach das Zweirad an der Seite stehen, dann sattelt ihr Schusters Rappen und dann lauft ihr einfach los. Es ist eben und es gibt einiges zu sehen. Ich kann da jetzt leider nicht reinfahren und abends geht mir die Zeit aus, aber ein andermal nehme ich euch hier mit. Eselsburger Tal, super. Und jetzt bleibt dran, schauen wir mal, wo wir als nächstes hinkommen. Hinter mir ist das Schloss Hellenstein in Heidenheim. Mittelalterliches Schloss, also eigentlich eine Burg, aber heißt Schloss. Und da hat man eine ganz tolle Aussicht auf die Stadt Heidenheim, weil es senkrecht runter geht. Überall Kalkfelsen, Ausblick in 1, 2, 3, 4, 5 Täler, glaube ich. Herrlich. Also wenn ihr mal hier in Heidenheim vorbeikommt, oben auf dem Berg in der Nähe vom Heidenheimer Fußballstadion, da ist die Burg, lohnt sich. Und jetzt lassen wir uns überraschen, wohin es als nächstes geht. Ich weiß es noch nicht.
Hört ihr die Vöglein zwitschern? Es ist gar friedlich. Und wer sich vorstellen möchte, wie das vielleicht im Mittelalter in einer Klosteranlage zu leben gewesen ist, so ein bisschen wie im Film Der Name der Rose, hier im Kloster Neresheim kann man das sehen. Wobei natürlich diese Barock-Rokoko-Kirche von Balthasar Neumann im Hintergrund, die ist ein bisschen später gebaut. Das ist nicht Mittelalter, das ist Mitte des 18. Jahrhunderts und es ist ein Wahnsinnsraum. Und jetzt schauen wir mal, ob wir dann heute noch reinkommen. Nee, heute ist es zu spät. Nun ja, dann eben ein andermal. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg nach Nürnberg und habe dann eine schöne Tour gehabt. Und wie geht ihr denn mit dem Corona-Koller um? Was macht ihr in den Zeiten, wo man nicht verreisen kann, so frei nach Schnauze, wo es einem hingefällt, sondern einfach beengte Maßnahmen hat? Wie geht ihr mit dieser Zeit um? Wo fahrt ihr hin? Möchtet ihr mehr davon sehen? Schreibt mir doch einfach. Also, bis bald, euer Günther.